Willkommen zurück zu The Last of Us Part 2. Beim letzten Mal haben wir ja quasi diesen Rückblick hier gemacht. Wir sind immer noch dabei. Den Rückblick mit Ellie, wo Joel quasi noch lebt. 3 Jahre vor den jetzigen Ereignissen. Und wir sehen hier eine sehr glückliche Ellie, denn sie hat gerade so ein fantasievolles Weltraumerlebnis quasi hinter sich gehabt. Und jetzt wollen wir den Rest dieses Museums, in dem wir uns befinden, hier noch erkunden. Und da sagte Joel auch, das ist ein Bereich, wo er selber halt noch nicht gewesen ist. Aber wir werden da jetzt hingehen oder hinspringen. Und dann mal gucken. Komm hier runter! Nein! Hey, wer hat heute Geburtstag? Ich hab heute Geburtstag, Anni. Endlich auf damit! Ellie hat Geburtstag. Na, dann spring doch mal rein! Aber echt. Wir müssen noch mehr erkunden! Ganz schön. Geronimo! Hey, Arschbombe! Ach nee. Na, geht doch. Armer alter Mann. Wird so herumgescheucht von Ellie. Gut, dann machen wir mal hier die Tür auf. Oder auch nicht. Hey, heb mich da rein. Also, ich weiß nicht. Ich mach die Tür für dich auf. Komm, sei kein Spielverderber. Du kannst das doch. Das hast du schon 10.000 Mal gemacht. Okay. Jo. Und hoch. Ja, siehste, geht doch. Gucken wir uns hier erstmal um, bevor wir okay, die Tür aufmachen. Okay, schlechte Neuigkeiten. Oh. Irgendein Mist blockiert die Tür. Dann sieh mal nach, ob ich anderswo rein kann. Ich gehe außen rum. Okay. Okay, sei vorsichtig. Und du auch. Hier gibt's Dinosaurier. Und Büffel. Süße Büffel. Sind voll knuffig. Für so einen Arm. Naturkundezentrum. Okay. Spinnen auf dem Plakat. Die Tierwelt Nordamerikas. Also die da können wir echt fernbleiben. Da vergeht mir ein bisschen unser Spaß. Oh, alles Gute, Kumpel. Ja. Ich glaube, der Elch hat keine großen Überlebenschancen. Er gibt nicht kampflos auf, ne? Aber, naja. Sammelkarte Saura. Nicht Sauron, nein Saura. Eine Echse. Du bist ein Echsenmensch. Echter Name Xi Ying. Intelligenz 80, Muskelkraft 80, Zugehörigkeit Spark. Die angesehene Paläontologin und Genetikerin Xi Ying, ist halt japanischer. Chinesischer Name, da spricht man das dann immer ganz toll aus. Arbeitete heimlich mit den Spark-Wissenschaftlern daran, Menschen und Saurier-Gene zu verschmelzen. Mit sich selbst als Versuchsperson errangen sie einen Erfolg, der ihre kühnsten Erwartungen übertraf. Wenn sie sich heute in die Enge getrieben fühlt oder in Gefahr wähnt, verwandelt sie sich in einen Hybridsaurier mit dem Schwanz eines Stegosaurus, der Haut eines Ankylosaurus und der Geschwindigkeit eines Velociraptors. Die Society of Champions hat eine erfolgreiche Strategie, um mit dieser urwüchsigen Gegnerin umzugehen. Sie sorgen dafür, dass sie sich sicher und geborgen fühlt, bis Gefahr droht. Neutrale Schurken. Okay. I killed for them. Ich habe für sie getötet. Der brauchte eine Umarmung. Jo. Ein Diorama. So ein bisschen. Bighorn. Man nannte es auch wieder. Okay. Dann gucken wir mal hier, ob es hier irgendwie einen Durchgang für Joel gibt. Hier sind Vögel. Viele, viele bunte Vögel. Es ist dunkel hier. Ja, deswegen hast du auch das Licht an. The 4 soldiers at the gate. The last one quiet. 4 Soldaten am Tor, der letzte hat geweint.
Wer zuletzt weint, weint am besten oder am schlimmsten, je nachdem. Scheiße. Okay. The woman we tortured choked on her own blood. Die Frau, die wir gefoltert haben, ist, sie ist an ihrem eigenen Blut erstickt. Okay. Nicht so toll. The Homes of North America. Fuchs. Oh komm. Die Versprengten, die sich ins Lager geschlichen haben, sie wollten nur etwas zu essen. Komm raus, Arschloch. Das Kind, das in die Explosion gerannt ist, ich konnte es nicht aufhalten. Ich habe eine Flasche und keine Angst zu benutzen. Waschbären. Cool. Aloe. Auch cool. Die Leute im Van. Wir haben sie eingeschlossen und mit Benzin übergossen. Können wir laufen? Okay. Dann gehen wir mal hier durch das Loch. Nachher ist ja nur irgendein Tier oder so. Käfer. Schmetterlinge. Also ich hoffe mal, es ist einfach nur Joel, der versucht, einen Gang hier reinzufinden. Wissen tue ich es natürlich nicht, aber ich hoffe es einfach. There is no light. Es gibt kein Licht. Wir wollten das Leid beenden. Wir wollten die Menschheit retten. Jedes Mal, wenn wir einen Teil von uns geopfert haben, sagten unsere Anführer, das ist es wert. Jetzt haben wir uns aufgelöst und nichts kann unsere Sünden mehr entschuldigen. Ich dachte, hierher zu kommen würde wieder irgendwas in mir entfachen, einen Sinn. Meine Eltern sind so gern mit mir hier gewesen. Es ist eine meiner frühesten Erinnerungen von vor dem Ausbruch, vor der ganzen Grausamkeit und Brutalität. Diese Erinnerungen haben mich nur noch wütender gemacht. Ich will in dieser Welt nicht mehr leben. Ich kann die Person nicht mehr ertragen, zu der ich geworden bin. Ja, ich würde sagen, der hat sich selbst halt beendet. Er hat sich selbst deinstalliert. Das ist auf jeden Fall ein totes Tier. Alter, erschreckt er doch nicht. Fake-Viecher können auch gefährlich werden. Das hier war, glaube ich, kein Fake-Vieh. Okay, da sind auf jeden Fall noch Wölfe und anderes Getier. Ein Bär. Ich spiele den Bär. Was ist die Katze da oben? Wow, Alter! Ein Wildschwein. Hätte böse enden können. Lügner. Ellie? Ich bin hier! Was war das denn? Nur irgendein Tier. Firefly sind Lügner. Gut, wir sollten weiter. Ich will ein Feuer machen, bevor es zu dunkel wird. Na komm. Seattle,
Tag 2. Was war das für ein Funkrauschen, das wir gehört haben? Können wir aber auch noch auf Gitarre üben, das ist ja nicht schlimm, ne? Wir haben alle Zeit der Welt, denke ich mal. Ich wollte jetzt hier aber nochmal gucken, ob wir jetzt hier vielleicht nochmal irgendwie irgendwo was mitnehmen können oder so, oder sollen. Aber ich glaube fast nicht. Gut, dann gehen wir erstmal da hinten hin. Wessen Jacke ist es eigentlich? Das ist doch nicht ihre Jacke, oder? Die von Ellie? Keine Ahnung. Ich hoffe, sie schläft hier noch. Nein, natürlich nicht. Wo ist sie dann? Wo ist sie hin? Kann er dann eigentlich nur das Fenster hoch da? Oder hier bei... Ach ja, das Funkgerät natürlich. Findest du mich gerade? Ziemlich scharf. Was hast du gemacht? Eine Verbindung war lose. Die Antenne. Sie haben die Schule gesehen. Gut. Dieser Kerl, Owen. Er wird vermisst. Vielleicht hat Tommy ihn erwischt. Vielleicht. Was ist mit ihr? Bis jetzt nichts. Einheit Romeo, komm zu Standort 2. Wiederhole, bitte zu Standort 2 kommen. Bestätigen. Also, die Zahlen stehen für Orte. Dieser TV-Sender hier, das ist die 6. Aus der 2 kommt eine Menge Lärm, also ist das wohl ihr Hauptquartier. Das hilft. Hör mal. Letzte Nacht, das war dumm. Verluste gemeldet in Flitching. Alle verfügbaren Einheiten melden. Over. Hier Standort 13. Einheit Lima in der Nähe. Wie viele Stars habt ihr? Over. Negativ. Keine Stars. Männliche Eindringling. Bewacht. Männliche Eindringling? Tommy, wo ist die 14? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, und die 13? Dann rate. Also, wenn das die 7 ist und hier drüben die 12, dann müsste es irgendwo hier sein. Hillcrest. Okay. Gut. Hey. Ich übernehme das. Du überwachst sie, okay? Ja, okay. Warte. Gib her. Glücksbringer. Ich glaube nicht an Glück. Ich schon.
Und wo soll sie jetzt Essen und Verpflegung und sowas herkriegen, wenn sie jetzt hier bleibt? Mein gut, ne? Mitnehmen ist natürlich auch eine doofe Idee, aber... Ja. Hillcrest. Wir sind schon da. Okay, Hillcrest. Bin ich ja richtig? Klingt so. Definitiv richtig. Dann gucken wir erstmal, was wir hier und dort und überall haben. Scheiße. Wenn wir schon mal hier sind, sind jetzt auch keine Sprengfallen oder ähnliches. Was natürlich jederzeit noch kommen kann. Aber nun gut. Hier ist eine Tür, machen wir mal auf. Hallo, anderer Durchgang. Wollte eigentlich hier nur Zeug ansammeln. Hier geht's auch noch runter. Hallo. Hier ist natürlich zu, damit ich dann da durch das Loch durchgehe. Okay. Nun gut. Dann gehen wir durch das Loch. Hier ist auch niemand, ne? Ich hoffe nicht. Mach ich mal auf. Sicherheitshalber eine Pistole ausrüsten. Aber ich glaube nicht, dass es hier jetzt zur Ausschreitung kommt. Ich sehe hier ist eine Werkbank und Schrauben und eine Blume. Ah ne, ist keine Blume, ist so ein Pokal. Für Bogenschießen. Bows Legasov. Sunnyvale Bogenschießen, erster Platz. Gibt es hier vielleicht denn irgendwo einen Bogen? Ist noch ein Dokument. Das ist nicht schlecht. Alles Gute zum Geburtstag, Papa. Du bist der beste Klickerkiller in der ganzen QZ. Ich wäre auch ein Klickerkiller, wenn ich ein Dingens hätte. Hier so einen Bogen. So, alle Schrauben sind meins. So, gucken wir mal. Vielleicht haben wir jetzt hier schon wieder Zeug zum Aufrüsten. Lohnt sich das? 86. Machen wir hier mal die Feuerrate. Ja. So, dasselbe auch mit der Schrotflinte. Wenn wir dafür im Moment kaum Munition haben, aber das ist egal. So. Gut. Was haben wir hier in der Schublade? Munition. Dann können wir nochmal ganz kurz gucken, ob wir mit den Pillen, den wir was machen wollen. Dafür brauche ich nur 50. Prozent Bewegungsgeschwindigkeit im Lauschmodus. Das andere hier wäre. Verbesserte Schalldämpfer und hier schnellere lautlose Kills. Also eigentlich will ich hier schon in diese Richtung gehen. Aber mal gucken. Müssen wir immer mehr Medikamente finden. Jetzt hier raus. Ist das so die gute Idee? Hier komme ich auch irgendwo rein. Okay. Solange hier keine Infizierten sind, ist ja alles okay. Wenn hier Infizierte sind, ist nicht mehr okay. Muss man ganz kurz gucken, kann ich hier
mit den Klingen herstellen? Nein. Dann kann ich die anderen Klingen auch nicht mitnehmen. Ganz einfach. So, bevor wir jetzt da geradeaus weitergehen. Natürlich auch hier drüben mal gucken. Und vielleicht hier auch nochmal. Hier ist noch ein Friseursalon, aber der ist auf jeden Fall dicht. Okay. Ist Klebeband oder so? Nee, ist es gar nicht. Okay. Ich dachte, das ist das Problem mit dem Denken. Denken kann man oder halt auch eben nicht. Mehr Medikamente. Noch mehr Medikamente. Und eine Tür. Mit noch einem Durchgang. Es gibt hier auffällig viele Durchgänge. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut sein soll. Was haben wir hier? Ah, das haben wir schon mal gesehen. Da haben wir die ganze Druckerei von gesehen. Das ist voll. So, was haben wir hier Schönes? Da ist noch irgendwas drin. Eine Plastikflasche in der Leere. Die hat man da extra in Automaten reingestellt. Ist das nicht toll? Gut. Muss hier raus. So. Und dann da hinten irgendwie durch. Hallo. Was denn Kaffee? Komm ich da hoch. Scheiße. Na, hinten hoch ist ja nicht so das Problem. Halt durch, Tommy. Ja, er hatte keine andere Wahl, als durchzuhalten, ne? Okay, es geht da irgendwie lang. Es geht hier rein. So viele Möglichkeiten. Das ist ja furchtbar. Furchtbar gut. Ist da irgendwas in den Schaufensterkasten hier drin? Nein? Okay. Da kann ich mich auch noch durchzwängen. Mann, Mann, Mann. Was haben wir denn hier? Boris, Wolfs sind ins Fedwa-Hauptquartier eingebrochen und haben die Namenslisten gefunden. Sie sollen bereits an Türen klopfen und nach Soldaten suchen. Ich werde mich nicht in meiner eigenen Stadt exekutieren lassen. Wir versuchen, unter neuen Namen zurückzukommen, wenn sich alles beruhigt hat. Ich konnte Alfie nicht finden. Ich habe sein Futter hinter dein Haus gestellt. Kraul ihn bitte ordentlich von mir, falls ich nicht wiederkomme. Er hat dich und Sophia immer sehr geliebt. Yolanda. Okay. Nicht, dass ich jetzt hier vom bissigen Hund irgendwie angegriffen werde. Muss ja auch nicht sein. Aber jetzt hier an sich sehe ich nichts weiter. Ich höre nur Zeug. Hier ist noch was. Eine Schublade. Achso, auch wieder voll, natürlich. Okay, also ich denke, in diese Richtung sollten wir, glaube ich, eventuell nicht gehen. Hier runter, falls es hier irgendwie was Tolles gibt. Aber ich vermute mal nicht. Das heißt, weitergehen tut es dann in einer anderen Richtung, ja? Was haben wir denn hier? Nix. Irgendwas in irgendwelchen Schränken oder so? Nein. Richtiger Saftladen. Von der anderen Seite verschlossen. Unangenehm. Hier sind auch keine Pillen oder sowas. Das Ding einfach mal herstellen, weil wegen warum nicht. Hat auch. Was weg ist, ist weg. Und macht Platz für anderes Zeug.
Dann lass mal gucken, wie wir da irgendwie in das Räumchen reinkommen. Was haben wir da? Fuck the Wolf. Gleich hier mal abzeichnen. WLF-Regeln müssen befolgt werden. Graffiti-Scheiß-Wolf. Okay. Leiter. Jetzt sind wir aber jetzt ja einmal außen rum gelaufen. Eigentlich wollte ich ja hier in diesen Raum rein. Verdammt. Habe ich hier keinen Vorschlagkammer oder sowas? Warum nicht? Da kommt man doch bestimmt rein. Die Frage ist nur, wie? Da oben ist so ein halboffenes Fenster. Frage ist, ob ich da durchkomme. Und wie? Ich sag, komme ich nicht einfach so rein. Verdammt. Gut, dann wollte ich mal gucken, ob es hier hinten bei den Autos irgendwie weitergehen soll. Wollen würde. Ist das hier ein Weg, den man gehen muss? Weil der andere Weg da mit der Leiter sieht eigentlich der nach dem Weg aus, wo wir hin müssen oder so. Aber ich bin da ja immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich auch oft an die falschen Wege gehe und so. Das ist nur so eine Plastikflasche, sogar eine ganze. Ein Dokument. Boris. Wo sind wir hier nur hineingeraten? Die Wolves sollten alles besser machen. Das Militär hat alle Vorräte gehortet. Hat bestimmt, was wir sagen dürfen und was wir tun sollen. Und bisher machen die Wolves genau dasselbe. Und jetzt sollen auch noch alle ins Stadion umziehen, was? Ich bin in dieser Stadt aufgewachsen. Ich habe hier den Ausbruch überlebt. Ich ziehe nicht in ein Flüchtlingslager, in dem mir irgendein Arschloch sagt, wann ich mir den Hintern abwischen darf. Das hier ist mein Zuhause. Wir brauchen einen Plan. Wir dürfen uns damit nicht abfinden. Uli. Okay. Scheren sind voll. Dumm gelaufen, aber ist halt so. Hier sind noch Pillen. Und Munition für die Schrot. Okay. Gut, das heißt, das hier haben wir soweit durch. Das heißt, eigentlich können wir da hinten die Leiter hoch. Aber mich macht das echt stutzig, dass wir hier nicht in das Gebäude kommen. Können auch nicht hier rüber irgendwie da reinklettern, ne? Frage ist halt, lohnt sich das? Ja, es blinkt da. Also man kann auf jeden Fall rein und Sachen einsammeln. Aber wie komme ich da rein? Kommt man da irgendwie über das Dach dann vielleicht rein? Nicht, dass ich jetzt hinten irgendwie über die Leiter gehe und dann... Verdammt. Da jetzt was reinschmeißen? No risk, no fun? Sieht hier nicht danach aus, als würde es auch reinschmeißen. Nee. Das bleibt davor sitzen. Okay. Ich habe zumindest versucht. Auch wenn es schlussendlich bei dem Versuch geblieben ist, aber ich hätte ja auch irgendwie das Ding hier abfackeln können. Aber nö. Gut.
Ich mache hier erstmal Randale. Hier ist nochmal ein neuer Lappen. Ah, da oben. Ah, guck mal. Ja, das sieht gut aus. Oh, eklig. Nicht ekliger als alles andere hier manchmal. Ja, es gibt Besseres, aber es gibt auch Schlimmeres. So, wehe, das hat sich jetzt nicht gelohnt. So. Das ist auch voll. Bauteile. Also es hat sich ein bisschen gelohnt. Wenn es hier noch eine Sammelkarte ist, bin ich zufrieden. Aber ich glaube, die gibt es jetzt hier nicht. Wo gehe ich jetzt hin? Na, hinten zu der Leiter. Vielleicht komme ich da rüber. Habe ich ja gesagt, auf mich hört ja keiner. So, dann können wir jetzt da zur Leiter hin. Und einmal gucken, was haben wir denn hier? Zäune. Jede Menge Stacheldrahtzäune. Yay. Aber nun gut, ich würde sagen, wie das dann jetzt von hier aus weitergeht und was wir auf unserer tollen Tour hier noch alles finden, das und vieles mehr finden wir dann heraus in der nächsten Folge von The Last of Us Part 2. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.